1, 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen, um gemeinsam aus dem wichtigsten Text der Krishna-Bhakti-Tradition zu hören. Das Srimad Bhagavatam mit 18.000 Sanskrit-Versen. Mit Sicherheit das umfangreichste Buch an Informationen über die höchste Persönlichkeit Gottes und den vielen Avataren, Inkarnationen und der Beziehung zu den Geweihten des Herrn. Das finden wir alles im Srimad Bhagavatam. Neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, unser wichtigster Text. Diese Bücher wurden übersetzt und erläutert von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya, der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir sind mittlerweile angekommen, heute im siebten Kapitel, oder wollen wir heute damit starten, mit dem siebten Kapitel im ersten Kanto, eine sehr bewegende, spannende und auch tragische Geschichte erwartet uns. Es ist, man kann sagen, ja, die zweite beziehungsweise die dritte größere Geschichte. Die erste Geschichte ist, wie die Weisen von Naimisharanya sich in diesem Wald treffen, um ein sogenanntes tausendjähriges Opfer zu veranstalten. Und dann, als sie merken, ja, so richtig funktioniert es nicht. Es liegt wohl daran, dass das Kali-Yuga gerade angefangen hat. Die Opferzeremonien verlaufen nicht so reibungslos, wie man es gewohnt ist. Reibungslos im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat damals Feuer entfacht mit Mantras, gar nicht so viel mit mechanischen Mitteln. Und genau zu diesem Zeitpunkt kam dann der große Weise Suta Goswami des Weges, der bei einem heiligen, berühmten Gespräch, da hat er teilgenommen als Zuhörer, dieses Gespräch stattgefunden hatte vor ein paar Tagen oder wenigen Wochen, dürfte es nur her gewesen sein, das hatte sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, ja sogar im ganzen Universum, denn es waren viele Zuhörer dort, die sogar von anderen Planeten, man hält es nicht für möglich, extra dorthin gekommen waren, um diesem bedeutenden spirituellen Gespräch zu lauschen. Und ganz besonders die, heute würde man sagen, die Intellektuellen, damals hießen sie Rishis und Munis und Sadhus, ganz besonders unter ihnen hatte es sich herumgesprochen, dass da ein solches Gespräch stattfand. Und einer von ihnen war Suta Goswami, der eben zum Wald von Naimisha kam, wo sich auch große Weise eben versammelt hatten. Und sie hatten von diesem Gespräch Wind bekommen und baten dann Suta Goswami, Platz zu nehmen, um von dieser Konversation zu berichten. Dieses Gespräch fand statt zwischen einem König namens Maharaja Parikshit und einem großen, reinen Geweihten der höchsten Persönlichkeit Gottes, nämlich Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami war der Sohn von Vyasadeva, und ein großer Asket und ein Avaduta, der sich nicht um gesellschaftliche Konventionen kümmerte.
der sogar nackt durch die Weltgeschichte wanderte und also völlig losgelöst war von jeglicher Eitelkeit. Und er war so vertieft in die Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes, dass er auf diese Sachen nicht mehr achtete. Und er wurde von diesen ganzen großen Weisen und Sadhus einstimmig ausgesucht, um diesem König, der verflucht worden war, in 7 Tagen zu sterben, dass er ihm die wichtigsten spirituellen Unterweisungen zukommen lassen sollte. Und so fand also 7 Tage lang ununterbrochen mehr oder weniger diese Fragen und Antworten, diese Unterhaltungen statt. Und das ist sozusagen die erste große Geschichte, die aber sich über das ganze Srimad Bhagavatam wie ein roter Faden immer wieder hindurchzieht, immer wieder etwas erweitert wird. Und die zweite große Geschichte ist, dass Bezug genommen wird, nämlich auf den Vater auch von Shukadeva Goswami. Wie Shukadeva Goswami überhaupt in die Welt gesetzt wurde, nämlich durch seinen Vater und seine Mutter. Der Vater war niemand anderes als Srila Vyasadeva, der auch als die literarische Inkarnation Gottes bekannt ist. Und in dieser zweiten Geschichte wird beschrieben, dass eben Shukadev Goswami erst mit 16 Jahren aus dem Mutterleib kam und dann sich sofort weiterentwickelte in wenigen Minuten zu einem 16-jährigen Jüngling und dann schnurstracks sein Zuhause verließ, Vyasadeva noch hinterherlief, fassungslos, wie kann es sein, 16 Jahre lang warten wir darauf, dass endlich dieses Kind Geburt nimmt und kaum ist er da, verlässt er uns, weil er nach der absoluten Wahrheit forscht und völlig vertieft bereits ist in der sogenannten Brahman und Bhagavan und Paramatma-Verwirklichung. Darüber werden wir heute vermutlich auch noch hören, was es damit auf sich hat. Ja, und die dritte große Geschichte, obwohl die zweite große Geschichte dazu gehört auch noch, dass Vyasadeva dann im Himalaya die Veden gliedert und auch das Mahabharata und die Geschichtsschreibungen, die Puranas verfasst, aber dann nicht zufrieden ist mit seinem Werk und dann Narada Muni, sein spiritueller Meister dann, stellt sich heraus, vorbeikommt und ihn beauftragt, das Srimad Bhagavatam zu verfassen. So, und hier jetzt im 7. Kapitel gehen wir wieder eine Schicht zurück. Wir gehen wieder auf das Thema ein, diesmal nicht Shukadeva Goswami, den Sprecher des Bhagavatams, sondern in diesem Kapitel wird erstmals auf den Hörer des Srimad Bhagavatams Bezug genommen, nämlich den König Parikshit, der verflucht wurde, in 7 Tagen zu sterben. Das hören wir dann in den späteren Kapiteln des 1. Kantos. Aber hier wird berichtet, wie er nicht nur zur Welt kommt, sondern sogar noch die Phase davor, also man nennt es den Embryo-Zustand. Es wird darauf Bezug genommen, wie sich der König Parikshit sogar noch im Embryo befindet. So außergewöhnlich ist diese Persönlichkeit, dass bereits in seinem Embryo-Dasein spannende Sachen passieren, die auch für das gesamte Srimad Bhagavatam von großer Bedeutung sind. Und das wird Gegenstand unter anderem des 7. Kapitels sein. Und ich begrüße ganz herzlich alle dazugeschalteten Live-Zuschauer in dieser Zoom-Konferenz. Herzlich willkommen und auch liebe Grüße an die YouTube-hörende Nachwelt. Und wir
chanten, bevor wir losgehen, ein paar glückverheißende Mantras, die schon seit Jahrtausenden gechantet werden. Und zwar Ram Gopal, Prabhu, magst du vielleicht das Deutsche lesen? Ist das möglich von diesen Mantras? Ja. Dankeschön. Da heißt es: Om Agyana Timurandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrbietung. Narayanam namaskritya narangchaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrbietungen darbringen. Nashta prayeshva batreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Schaltet gerne einmal eure Mikrofone ein. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und wir gehen mal direkt zum ersten Kanto. Wir sind, wie gesagt, jetzt mit dem 7. Kapitel. Fangen wir heute an. Vers 1. Das Ganze befindet sich auf Seite, Moment, 279. Für die, die gerne ein Buch aus Papier und Karton zur Hand nehmen wollen. Und wir fangen mit dem ersten Sanskrit-Vers an. Hier gleich in der allerersten Zeile wird angegeben, wer jetzt spricht. Und das lateinische Wort vox oder Vokal kommt aus dem Sanskrit vag, das ist der Stamm, vag ist die Stimme oder das Gesprochene. Und Shaunaka, ein großer Rishi, er spricht hier. Shaunaka, das kann man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Shaunaka Rishi ist der Vorsitzende dieser Versammlung von Naimisharanya, diese Weisen, die in diesem heiligen Wald ihren Ashram haben, um dort sich in spirituellem Wissen und in spirituellen Yajnas, Feueropfern und Gesprächen zu vertiefen. Und er stellt diesen Sutta Goswami, der bei diesem heiligen Gespräch, das ein paar Wochen vorher stattfand, zugegen war, er stellt ihm gleich Fragen. Shaunaka uvacha nirgate narade suta bhagavan badarayanaha shrutavangstat abipretam tatakim akarot vibuhu. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung. Ram Gopal, bist du wieder mit dabei? Das wäre toll. Shaunakaha. Shri Shaunaka. Shaunaka. Uvacha. Sagte. Nirgate. Gegangen sein. Narade. Narada Muni. Sutta. O Sutta. Bhagavan. Der transzendental Mächtige. Badarayanaha. Veda Vyasa. Shrutavan.
Der hörte. Tat. Seinen. Abhipretam. Wunsch des Geistes. Tataha. Danach. Kim. Was. Akarot. Tat er. Tat er. Ibuhu. Der Große. Wer liest jetzt? Andreas. Genau. Mit Mikrofon am besten, Andreas. Übersetzung. Shri Saunaka fragte, O Sutta, der große und transzendalmächtige Yasadev hörte alles von Narada, Shri Narada Muni. Was tat er, nachdem Narada ihn verlassen hatte? Erläuterung von Srila Prabhupada. In diesem Kapitel wird mit Bezug auf Maharaj Parikshits wundersame Rettung im Leib seiner Mutter der Schlüssel zur Beschreibung des Srimad Bhagavatam aufgenommen. Maharaj Parikshits Leben wurde von Droni Ashwatthamaha, dem Sohn Acharya Dronas, bedroht, der die 5 Söhne Draupadis im Schlaf getötet hatte, wofür er von Arjuna bestraft wurde. Bevor Shri Vyasadev das große Epos Srimad Bhagavatam begann, erfuhr er die ganze Wahrheit durch Trance in Hingabe. Okay. Ja. Also, hier erfahren wir, was Vyasadeva tat, nachdem also Narada Muni ihn verlassen hatte. Er setzte sich also nieder und versuchte sich zu sammeln, versuchte sich auf seine Aufgabe, das Srimad Bhagavatam zu verfassen, zu konzentrieren. Und erfuhr dann in dieser mystischen Trance, bekam er diese Eingebung, wie überhaupt das ganze Srimad Bhagavatam zustande gekommen ist, was der Auslöser des Srimad Bhagavatams ist. Und dazu gehört eben auch die Kenntnis der Geschichte des großen Königs Parikshit, weil er ja der ursprüngliche Hörer des Srimad Bhagavatams ist. Und so ist es natürlich für uns auch ungemein interessant zu erfahren, wer war eigentlich dieser König? Wie nimmt die Geschichte ihren Anlauf? So, darüber haben wir jetzt hier in dieser Erläuterung schon einen Hinweis bekommen. Aber das wird im Verlaufe der Geschichte dann noch tiefer und weitführender erklärt. Lesen wir den nächsten. Das Sanskrit. Moment. Hier hören wir wieder einen weiteren Sprecher. Also jetzt wird geantwortet. Shaunaka Rishi fragt, Suta Goswami antwortet. Suta Uvacha Brahmanadyam Sarasvatyam Ashrama Paschime Tate Shamyaprasa iti prokta Rishinam Satravardhanaha Sutaha Shri Suta Uvacha sprach Brahmanadyam am Ufer des Flusses, der eng mit den Veden. Ja, geht noch weiter. Ach so, entschuldige. Brahmanas Heiligen und dem Herrn verbunden ist. Sarasvatyam. Sarasvati. Ashramaha. Hütte zur Meditation. Paschime. Am westlichen. Tate. Ufer. Samyaprasaha. Der Ort namens Samyaprasa. Iti. So. Pruktaha. Es gibt. Rishinam. Der Weisen. Satravadanaha. Das, was Handlungen belebt. Ja, Übersetzung. Shri Sutta sprach, am westlichen Ufer der Sarasvati, die mit dem Veden eng verbunden ist, steht bei Samyaprasa, dass die transzendentalen Berge der Weisen belebt, eine Hütte zum Meditieren. Erläuterung. Zur Förderung spirituellen Wissens bedarf es unbedingt eines geeigneten Ortes und einer guten Umgebung.
Das westliche Ufer der Sarasvati ist für diesen Zweck besonders geeignet. Dort bei Shamyasprasa liegt der Ashram Vyasadevs. Srila Vyasadev war ein Haushälter und doch wird seine Hütte als Ashram bezeichnet. Ein Ashram ist ein Ort, an dem spirituelle Kultur stets im Vordergrund steht. Es ist gleich, ob der Ort einem Haushälter oder einem Bettelmönch gehört. Das ganze Varnashrama-System ist so beschaffen, dass jede Lebensstufe Ashram genannt wird. Das bedeutet, dass spirituelle Kultur der gemeinsame Faktor aller ist. Die Brahmacharis, Grihasthas, Vanaprasthas und Sannyasis verfolgen alle das gleiche Lebensziel, nämlich die Erkenntnis des Höchsten. Im Hinblick auf spirituelle Kultur ist daher keiner von ihnen weniger wichtig als die anderen. Der Unterschied ist eine Äußerlichkeit, die nach der Stärke des Verzichts beurteilt wird. Die Sannyasis werden aufgrund praktischer Entsagung am höchsten geachtet. Okay, danke schön. Ja, und ich habe gedacht, wir richten unseren Blick mal auf das Thema dieses Flusses, auf diesen Fluss Sarasvati, der hier wieder erwähnt wird. Und dieser Fluss, den kann man heute in Indien nicht mehr so auffinden, weil der nicht mehr, also das Flussbett ist ausgetrocknet. Das hat man auch erst später festgestellt. Und zwar haben die Leute, die Indologen, das sind so Leute, die seit 200 Jahren sich mit der indischen Geschichte, mit der indischen Kultur beschäftigt haben, die sind davon ausgegangen, dass es sich bei diesem Fluss Sarasvati um einen mythologischen Fluss handelt. Ich glaube, in den griechischen Sagen gibt es auch einen Fluss, der heißt Hades. Und diesen Fluss hat man heute auch nicht gefunden. Das ist ein unterirdischer Fluss, sagt man, der das Reich zu den Toten, also wenn man darüber fährt, kommt man in das Reich der Toten, also so ein Sagenfluss. Diese Vermutung hatte man auch bei dem Fluss Sarasvati. Aber dann gab es Luftbildaufnahmen und man hat dann tatsächlich ein Flussbett entdeckt, ein ausgetrocknetes Flussbett. Und ich habe gedacht, wir schauen mal hier uns solche Satellitenaufnahmen mal an. Ja, und zwar blende ich euch das mal ein. Kleinen Moment. Also diese Aufnahmen hat man erst vor einigen Jahrzehnten gemacht und kam dann zu dem Punkt, dass es sich doch um einen realen Fluss handelt. Also hier kriegt man wohl so eine Idee. Hier sind die Himalayas und hier sind so diese Flüsse. Gucken. Ups, da wollte ich jetzt nicht hin. Und hier sieht man auch eine Karte, die fand ich auch ganz interessant. Ich hatte das vorhin bei Google, jetzt bin ich irgendwie bei Bing. Hier, Sarasvati. Hier kann man es sehen, also dieser Fluss Sarasvati, der ging in das Arabische Meer. Nicht wie der Ganges, also hier sind die Himalayas und hier sehen wir Ganga und Yamuna. Die gehen in das Bengalische Meer, also Richtung Bengalen. Aber dieser Sarasvati-Fluss, das ist ein Fluss, der parallel zum Indus läuft. Und hier ist also das Arabische Meer, also auf der westlichen Seite von Indien. Und dort floss dann die Sarasvati rein. Und es wird beschrieben in den Veden, dass dieser Fluss ein sehr breiter Strom gewesen ist. Und ja, diese Wissenschaftler haben sich gewundert, ja, wir finden hier keinen Fluss namens Sarasvati. Wir finden hier einen Ganges, der wird ja auch in den Veden beschrieben, eine Yamuna, einen Sindhu, also den heutigen Indus,
finden wir alles, aber diesen Sarasvati-Fluss, der ja so auch als breiter Strom beschrieben wird, den finden wir nicht. Es scheint sich um einen Märchenfluss zu handeln. So, und dann war es auch so, ja, also das war die Meinung. Dann haben sie diese Satellitenaufnahmen gesehen und dieses ausgetrocknete Flussbett und fragten sich dann, okay, also es scheint diesen Fluss doch zu geben. Das könnte dieser Sarasvati-Fluss sein. Der scheint auch ziemlich breit gewesen zu sein. Und dann wurden Geologen beauftragt, herauszufinden, wann denn dieser Fluss ausgetrocknet wurde. Und die Geologen sagten, oh, das muss schon vor sehr langer Zeit gewesen sein. Man wollte sich da nicht ganz festlegen, aber man ging so aus, ja, also mindestens vor 10.000 Jahren, können auch 20.000 Jahre gewesen sein. Und das passte überhaupt nicht ins Weltbild, also es passte auch nicht ins heutige Weltbild. Und dann hat man dieses Thema so ein bisschen zu den Akten wiedergelegt, hat das versucht, nicht gerade an die große Glocke zu hängen, weil somit auch die Sanskrit-Sprache und die Veden mindestens so alt sein müssen. Denn wenn eine Schrift von einem Fluss berichtet, als sehr breiter Strom, und dieser Fluss aber vor 10 oder 20.000 Jahren ausgetrocknet ist, lässt schlussfolgern, dass dieser Text dann auch 10 oder 20.000 Jahre oder sogar noch älter sein muss. Und das passt eben nicht in das heutige Weltbild. Und so ist aber für uns interessant. Ja, Ram Gopal, ich sehe, dass du deine Hand hebst. Ja, ich habe da mal eine Frage. Und zwar, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, ist das nicht so, dass ich glaube, in Varanasi oder irgendwie so, da fließen doch Ganges, Yamuna und Sarasvati zusammen. Mhm. Genau. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ich habe gehört, dieser Sarasvati-Fluss, er hat auch so eine mystische Dimension. Er hat eine ganz physische Dimension, wie eben beschrieben hier mit diesem Flussbett. Aber er hat auch eine mystische, wie nennt man das, Dimension. Haben diese Flüsse übrigens alle, sie sind ja auch göttliche Flüsse. Und es gibt sogar Mantras. Es gibt einen Mantra, den man chanten kann, während man normales Wasser berührt. Und dann wird dieses Wasser bereichert mit allen heiligen Flüssen, zu denen auch der Sarasvati-Fluss gehört. Und irgendwie sind diese Flüsse auch miteinander verbunden. Wir haben das eben auch gesehen, die kommen aus den Himalayas. Aber Ram Gopal, da stellst du mir tatsächlich eine Frage, die ich dir so auch nicht in der Tiefe beantworten kann. Aber die heben wir uns mal auf. Also ich finde die Frage sehr interessant. Vielleicht finden wir jemanden, der sich mit diesem Thema noch besser auskennt. Also es ist in Allahabad, sehe ich gerade. Genau. Und da fließen die Ganges und Yamuna zusammen. Und da ist also an dem Zusammenfluss, also zumindest bei Google Maps, kein anderer Fluss zu sehen. Aber irgendwo habe ich das gehört. Ne? Mhm. Genau. Also und ja, besonders genau. Zur Kumbh Mela, wenn man dann zur Kumbh Mela, also alle 12 Jahre findet ja dieses große Festival statt, wo ein astrologischer Zeitpunkt herrscht. Wenn man dann genau in diesem Moment ein Bad nimmt, dann kriegt man auch diese Segnung von all diesen heiligen Flüssen. Aber das heben wir uns mal auf. Also das ist, deine Frage ist nicht von schlechten Eltern. Also die finde ich sehr interessant. Ja, mal gucken. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir lesen auf jeden Fall noch den dritten Vers. Das Sanskrit geht so.
Tasmin sva ashrame vyaso badari shandamandite asino pa upash sprishya pranidadyau mana svayam. Tasmin. In diesem Ashram. Sve. Eigene. Ashrame. In der Hütte. Vyasaha. Vyasadev. Badari. Beere. Shanda. Bäume. Mandite. Umgeben von. Asinaha. Sitzend. Upa upasprisha. Nee, Wasser. Entschuldigung. Apa upasprisha sprisha. Wasser berühren. Pranidadyau. Sammelte. Manaha. Den Geist. Svayam. Selbst. Übersetzung. An diesem Ort, seinen eigenen Ashram, der von Beerenbäumen umgeben war, setzte sich Srila Vyasadev zur Meditation nieder, nachdem er Wasser zur Läuterung berührt hatte. Läuterung. Unter der Anweisung seines spirituellen Meisters Srila Narada Muni sammelte Vyasadev seinen Geist an diesem transzendentalen Ort der Meditation. Dankeschön. Genau, wir können ja zu guter Letzt nochmal auf diesen Punkt hier auch Bezug nehmen, der hier noch in der vorigen Erläuterung beschrieben wird. Und zwar gehen wir das mal systematisch kurz durch. Zur Förderung spirituellen Wissens bedarf es unbedingt eines geeigneten Ortes und einer guten Umgebung. Ich glaube, das können wir alle bestätigen. Stellt euch vor, wir müssten hier dieses Srimad Bhagavatam auf dem Kölner Hauptbahnhof studieren. Wir setzen uns da in diese Bahnhofshalle. Da gibt es auch solche Sitzbänke manchmal. Und wir würden dann zusammen das Srimad Bhagavatam aufschlagen. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange überlegen. Das wäre ein sehr ungeeigneter Ort, um das Srimad Bhagavatam zu studieren. Oder um auch Hare Krishna zu chanten auf einer Japa-Mala. Also das wäre nicht der Ort, den ich aufsuchen würde. Sondern für solche Aktivitäten sind ruhige Orte in der Natur sehr geeignet. Es geht hier weiter. Das westliche Ufer der Saraswati ist für diesen Zweck besonders geeignet. Dort bei Samyaprasa liegt der Ashrama Vyasadevas. Srila Vyasadev war ein Haushälter. So, jetzt wird auf das Wort Ashrama Bezug genommen. Und doch wird seine Hütte als Ashrama bezeichnet. Also ein Ashrama, ja, das wird hier erklärt. Ein Ashrama ist ein Ort, an dem spirituelle Kultur stets im Vordergrund steht. Es ist gleich, ob der Ort einem Haushälter oder einem Bettelmönch gehört. Also in der vedischen Kultur nennt man ein Haus in dem Moment Ashrama oder auch ein Aufenthaltsort Ashrama, wenn die Bewohner dieses Gebäude nicht dafür benutzen, einfach nur um zu essen und um zu schlafen, um ein Familienleben zu führen, sondern es gezielt auch benutzen, um dort eben auch einer spirituellen Praxis nachzugehen. Das heißt, alle Menschen, ich glaube, wir gehören wahrscheinlich alle zu denen, wir haben uns in unserer Wohnung oder in unserem Haus mindestens irgendwo einen Ort reserviert, wo wir uns hinsetzen können, wo wir wissen, dieser Ort, diese Ecke oder dieser besondere Raum, der ist ganz besonders dafür da, dass ich mich im spirituellen Leben, in meiner spirituellen Praxis vertiefen kann. Sei es das Chanten von Hare Krishna auf so einer Gebetskette oder eben, wo wir vielleicht auch singen, vielleicht haben wir einen kleinen Altar oder auch einen größeren Altar oder wir haben Bilder aufgestellt. So in dem Moment ist dieser
Wohnort nicht nur ein normales Haus oder eine normale Wohnung, sondern streng genommen nach vedischer Definition ein Ashrama. So, und hier wird eben beschrieben, ein solches Gebäude, das kann eine Hütte sein oder sogar eine große Villa. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass dort eben auch ganz gezielt und wissenschaftlich spirituelles Leben praktiziert wird. Und dann hören wir, dass es nicht so von Entscheidung ist, ob es einem Haushälter, also einem Familienmann oder einer Familienfrau gehört oder einem Bettelmönch. Wahrscheinlich sehen diese Gebäude ein bisschen unterschiedlich aus. Es gibt vielleicht Grihastas, sogenannte Haushälter, die in einer schönen Villa wohnen. Wir haben zum Beispiel den Alfred Ford Ambarish Prabhu, das ist ein Prabhupada-Schüler. Er ist der Enkel von Henry Ford, von den Automobilwerken. Und ich kann mir vorstellen, also ich habe sein Haus noch nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass er in einer Zwei-Zimmer-Baracke lebt. Ich denke schon, dass er ein etwas repräsentativeres Gebäude hat, weil er auch Geschäftsleute hin und wieder einladen muss. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass es sich streng genommen auch um einen Ashram handelt. Er ist ein sehr ernsthafter Gottgeweihter. Er ist zum Beispiel dafür zuständig, dass der große Tempel des vedischen Planetariums in Mayapur fertiggestellt wird. Er hatte von Srila Prabhupada persönlich diesen Auftrag bekommen. Ja, und wie wir hier aber in dieser Geschichte hören, Vyasadeva ist mehr der zurückgezogene Asket und er lebte in einer einfachen Hütte am Fluss. Also eine einfache Bambushütte oder vielleicht eine einfache Steinhütte ohne große Komfortmöglichkeiten. Das ganze Varnashrama-System ist so beschaffen, dass jede Lebensstufe Ashrama genannt wird. Das bedeutet, dass spirituelle Kultur der gemeinsame Faktor aller ist. Genau. Die Brahmacharis, Grihastas, Vanaprastas und Sannyasis verfolgen alle das gleiche Lebensziel, nämlich Erkenntnis des Höchsten. Ja, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen. Also in der vedischen Kultur gibt es einmal die vier Stände, wie wir das auch in anderen Kulturen kennen. Also wir kennen das, die Arbeiterklasse, die kaufmännische Klasse, die verwaltende Klasse wie Polizei, Militär, die für Ordnung und Sicherheit sorgt und dann eben noch die intellektuelle und Priesterklasse, die Brahmanas. Das sind die vier Stände, aber es wird in der vedischen Kultur auch von vier Zeitphasen genannt, Lebensstufen auch genannt oder auch Ashramas genannt. Und die erste Lebensstufe, das ist der sogenannte Brahmacharya-Ashram, in der Regel das erste Viertel des menschlichen Lebens. Angenommen, der Mensch wird 100 Jahre alt, dann bis zu seinem 25. Lebensjahr nimmt er führt er das Leben eines zölibatären Studierenden. Dann im zweiten Abschnitt, sagen wir mal 25 bis 50 Jahre, das sind jetzt einfach so Richtzahlen, kann sich natürlich etwas variieren. Da führt der Mensch das Leben eines Familienvaters oder einer Familienmutter und ist also auch in weltlichen Dingen auch beschäftigt. Kinder werden erzogen und man ist mehr so im gesellschaftlichen Leben eingebunden. Dann der dritte Abschnitt ist der sogenannte Vanaprastha Ashrama. Da ziehen sich die Eheleute und die Familienleute wieder aus ihrer weltlichen Sphäre zurück, versuchen sich mehr zu vertiefen im spirituellen Leben, versuchen diese gesellschaftlichen, familiären Dinge mehr und mehr hinten anzustellen, bis sie hin zur vierten Stufe kommen. Das ist dann der Sannyas Ashram. Also wenn man jetzt das Leben in vier Teile teilt und das geht 100 Jahre, wäre das von 75
bis 100 Jahre, also da sind die Leute dann meistens schon ziemlich alt, da geben sie dann alles auf, sogar ihre eheliche Beziehung geben sie auf, um sich völlig, vollständig im spirituellen Leben zu vertiefen. Und wie wir hier hören in dieser Erläuterung, ist es also das Ziel, in all diesen Lebensstufen sich zu vertiefen im spirituellen Leben. Das mag eventuell als Brahmacharya einfacher sein als im Grihastha, also im Haushälter-Ashram. Und weil man als Haushälter so vielen weltlichen Verpflichtungen auch nachgehen muss. Man muss zum Beispiel eine Familie erhalten, man muss dafür sorgen, dass die Kinder ausgebildet und am besten auch noch verheiratet werden. So war es in der vedischen Kultur. Aber trotzdem auch ein Haushälter, ein Grihastha-Haushälter, also ein vedischer Haushälter, hat stets das spirituelle Leben auf dem Radar und reserviert sich also auch eine Zeit, um sich im spirituellen Leben zu vertiefen und auch um spirituelle Kultur zu fördern, zum Beispiel einen Teil seines Einkommens dafür auszugeben, um eben spirituelle Kultur auf die eine oder andere Weise zu fördern und zu unterstützen. Der letzte Satz hier, ich lese mal ab hier. Die Brahmacharis, Grihasthas, Vanaprasthas und Sannyasis verfolgen alle das gleiche Lebensziel, nämlich Erkenntnis des Höchsten. Im Hinblick auf spirituelle Kultur ist daher keiner von ihnen weniger wichtig als die anderen. Der Unterschied ist eine Äußerlichkeit, die nach der Stärke des Verzichts beurteilt wird. Die Sannyasis werden aufgrund praktischer Entsagung am höchsten geachtet. Ja, das heißt, der Sannyasi, der hat dann auch dieses Gelübde, von nun an werde ich mich vollständig vom Familienleben und von ehelichen Beziehungen und auch von Geschlechtsbeziehungen, also jedes Rendezvous ist für mich tabu, werde ich mich davon zurückziehen. Und deshalb, alleine schon deshalb, wird dem Sannyasi in der vedischen Kultur besonders viel Respekt entgegengebracht. Ja, das sind ein paar Gedanken zu dieser Erläuterung. Wenn von eurer Seite da noch Fragen oder Anmerkungen bestehen, schreibt es gerne ins... Ich würde gerne eine historische Frage stellen. Ja. Also nicht eine historische Frage, sondern zur Historie. Und zwar, Vyasadev war Haushälter. Logisch, weil Shukadev Goswami sein Sohn ist. Aber wer war denn die Frau und die Mutter? Ja, von der Frau ist nicht so viel bekannt. Das müsste man mal nachforschen. Da gibt es ein Buch, das nennt sich Puranische Enzyklopädie. Ich hatte das mal, das ist so ein Klopfer. Und den gibt es aber auch online. Da müsste man mal gucken, ob da zu der Frau von Vyasadeva ein paar spezifische Informationen noch bestehen. Können wir uns mal aufheben? Ich schreibe mir das mal auf. Wir haben auch morgen eine kleine Ankündigung. Vielleicht weiß er das sogar. Morgen haben wir einen sehr gelehrten Gast hier beim täglichen Bhagavatam. Es ist unser lieber Bhagavad Dharma Prabhu, der wirklich Dinge weiß, die man nicht für möglich hält. Ich schreibe mir das mal auf. Vyasadevas Frau. Vyasadevas Frau. Und dann noch dein Fluss. Deine Flussfrage, die schreibe ich mir auch mal auf. Gut. Ja, ansonsten was gäbe es noch zu sagen? Ich habe es gerade gefunden. Shantanu,
Okay, so heißt die Frau. Genau, und die Mutter. Mhm. Also Satyavati ist die Mutter von Vyasadeva und die Ehefrau Shantanu, okay, des Königs von Hastinapur. Moment, also Shantanu ist der König von Hastinapur. Weil Shantanu ist, ist sozusagen der, ja, ist der Ehemann von Satyavati. Shantanu hat Satyavati geheiratet und aber streng genommen ist Shantanu nicht der Vater von Vyasadeva, sondern Parashara Muni ist der Vater. Da, dahinter verbirgt sich eine kuriose Geschichte. Also Shantanu ist, ist der offizielle Vater von Vyasadeva. Ja, vielleicht sollten wir den Bhagavad Gita, weil der ist wirklich da genau gut, sehr gut sogar. Ich werde ihn heute, schon mal die Frage zu, ja, cool, zusenden. Mal gucken. Prima, dann bedanke ich, danke, mich ganz herzlich bei allen Zoom-Teilnehmern für eure Aufmerksamkeit. Und morgen geht es dann weiter mit dem vierten Vers mit Bhagavad Dharma Prabhu. Wie gesagt, seid gerne morgen wieder mit dabei. Und wir können ja alle mal zum Abschluss den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Und schaltet gerne einmal eure Mikrofone ein. Wenn ihr mögt, auch eure Kamera. Und ich singe einmal vor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und alle noch mal zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare. Alles Gute, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.